Guten Nachmittag. Ich möchte an ein Wörtchen erinnern, was wir vielleicht zu wenig gebrauchen in letzter Zeit, weil wir ja immer wieder, naja, in harte Diskussionen hereingezogen werden und uns dementsprechend manchmal verteidigen wollen, manchmal nicht, wie auch immer. Aber das kleine Wörtchen, warum? Das hier unten sind Themen, egal zu welchen Themen, man kann dieses Wörtchen wunderbar einsetzen. Das kann man sogar ohne viel Wissen zu haben. Und es hat einen weiteren Vorteil, dieses Wörtchen zeigt nicht unbedingt, dass man so viel mehr Wissen hat als der andere, was nämlich grundsätzlich ganz starken Widerstand beim anderen hervorruft. Denn merkt, wenn er nicht so viel Wissen hat wie sein Gegenüber, dann wird er sauer, dann wird er neidisch. Und das ist so, als wenn man ihm den Spiegel seiner eigenen Dummheit vorhält. Kommen wir zu Beispielen. Und zwar zum Thema AfD. Aussage, die AfD ist rechtsextrem, die kann man nicht wählen und na und so weiter. Frage, warum? Na, weil die gegen Ausländer sind. Warum sind die dagegen? Na, und das kann man so weiter forttreiben, bis es nicht mehr geht oder wie auch immer. Aber man sollte, wie gesagt, dann nicht anfangen zu argumentieren, sondern weiter bei der Frageform bleiben. Anderes Beispiel. Wir müssen das Klima schützen. Warum? Ja, weil wir sonst Naturkatastrophen bekommen. Sieht man doch. Und hört man. Warum? Na, je wärmer es wird, umso mehr Unwetter und Trockenheiten, die dann die Ernten vernichten. Warum glauben Sie das? Na, weil es im Fernsehen kam. Ich habe jetzt hier mal Punkt, Punkt, Punkt. Es kann sonst wo geschrieben worden sein oder was auch immer. Oder weil es der und der gesagt hat. Ne? Also bei dem Beispiel, na, weil es im Fernsehen kam. Statt jetzt zu sagen, Fernsehen. Nee, bleiben wir bitte bei dieser kleinen Frage. Warum soll das, was im Fernsehen kam, richtig sein? Der Spiegel zeigte zum Beispiel 1986 den Kölner Dom. Und nach der Aussage müssten wir heute schon längst abgesoffen sein. Alle. Und? Warum hat sich das nicht bewahrheitet? Na und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt müsste es genug sein. Man kann es mit allen möglichen Themen so machen. Es lohnt sich, dieses Fragewörtchen mal einzusetzen. Und man wird staunen, mit wie viel wenig Widerstand einerseits man zu rechnen hat und andererseits wieder andere ins Schwitzen kommt. Nicht übertreiben, nicht dann festnageln und sagen, sondern lassen wir es bei diesen Fragen. Es lohnt sich. Und ich glaube, das war auch wirklich ein Nachtrag wert. Ich muss zugeben, ich habe in letzter Zeit manchmal vor lauter Argumentiererei auch nicht mehr immer das Fragewörtchen warum allzu oft gebraucht. Machen wir es ruhig. Das schadet nicht. Insofern denke ich mal, haben wir wieder ein kleines bisschen Wissen erworben. Und Wissen zu kombinieren heißt ja Denken. Also sind wir dann im Denken etwas voraus. Das wollen wir ja auch. Gut, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Video wünsche ich erstmal alles Gute und wünsche auch viel Erfolg beim Gebrauch dieses kleinen Wörtchens. Warum? Also, bis dann. Machen wir was. Aber machen wir es gut. Tschüss, tschüss.